Muss ich mich dafür echt hincrouchen? Ja. Lalalalala, merkt sich ja keiner, dass die Wache von der Treppe weg ist. Lalalala. Da ist ein Al. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Drückst du dann die 1? Den Punkt? Ja. Andersrum, 2. Schnell! Der hat den Alarm schon aktiviert! What? Die Tür ist zu! Granate! Als Maul. Ups. Wie war das? Das sind noch Runen und Knochenfragmente. Killcam. Ist der tot? Hauptsache er weiß, ich spreche noch den Alarm an, du so, nö, den braucht man nicht. Der erste. Wer hat damit gerechnet, dass wir so dumme Movements machen? Ich würde sagen, wir manipulieren den Alarm. Oi. Weil sicher ist sicher. Jo. Aber bevor wir den manipulieren. Da kommen die jetzt. Und hier haben wir noch Runen und Knochenfragmente. Knochenartefakt, Rune und Knochenartefakt. Mal ein Mana-Elixier. Ich hasse Leute mit Hunden. Ja. Da ist ein Fenster. Das kann ich doch nie und nimmer jetzt zerbrechen. I don't give a fuck. For sure. Willst du da jetzt rein? Ja.
Guck mal nach links. Oh! Du gehst, wie du... Da ist ein Schuss. Wie du dich, wenn ich links sag, drehst du dich immer nach rechts. Ich wollte halt gucken... Guck jetzt mal nach rechts. Nach links. Noch weiter, weiter, weiter. Okay, netter Kerl, kommt das nicht ran. Sollte es nicht so rumlaufen, da draußen ist ein Hund. Oh lol, ich bin gar nicht geduckt. Der klingt, als wäre er da drin, Alter. Joge. Da oben, da oben. Aber wir haben das mit den gedämpften Geräuschen drin, ne? Ja, aber das gilt für uns. Wo gehört das Rad jetzt hin? Das Rad müssen wir bestimmt mitnehmen. Zeigen, das sind wir dann schon noch auf. Fuck. Bei der Puppe sind auch noch Pfeile. Bei der mittleren. Cool. Da können wir nicht rein. Wait. Holy shit, sind da unten Ratten. Das ist so doof, Alter. Können wir nicht rein? Nein, wir können uns nicht teleportieren. Gar nicht. Ausrüstungen. Kann ich zwischendurch schießen? Ich hab keine Ahnung. Sag mal, wärst du so nett? Ja. Nein, ich pumpe. Ist das denn? Oh. Oder soll ich auf Sicherheit gehen? Okay, das ist genug. Bohnen! Bohnen! Hat der Pisser die verbrannt? Ja. Oh Mann. Also wir haben hier einiges verpasst, kommt mir so. Nee, nee, das kommt ja erst jetzt überhaupt. Naja, aber wir hatten irgendwie 5 von 7 Runen. Und 3 von 5 oder so Knochenfragmente, Artefakte.
Und wir sind jetzt aber schon kurz vor Samuel und haben nur noch ein Knochenartefakt hier. Wir haben alle Knochenartefakte. Irgendwo haben wir was verpasst. Nee, komm, mach mir nicht fertig. Nee, wir haben alle Knochenartefakte. Bleib mal stehen. Danke. Da rein. Echt jetzt? Das wird immer lauter. Da rein. Live und sogar mit Hunden. Tja, also das kann. Ah. Moin, Brudi! Servus! Aber oh, das ist gut, dass der draußen ist. Der hat sogar einen Hund dabei. Ja, das ist gut, dass der. Wenn er nicht nur die ganze Zeit daher starren wird! Nein. Du wirst da jetzt nicht runtergehen. Was also ist eigentlich mit dem da? Ich weiß es nicht. Ich meine, der lebt definitiv. Meinst du, der hat nicht mal einen Sichtkegel? Ja, vielleicht schläft er. Ich meine, Bro, ich kann mich auch neben dich teleportieren, ja? Da, guck dir das an. Guck dir das an. Du wirst mich nie bemerken. Lep. Oh. Hey, stopp. Heiraten. Der lebt noch. Wer ist das noch aus? Als ab! Oh. Ich glaube, der Typ ist verglitscht. Ja, ist verglitscht, ja. Kannst du mal auf die Dinger gehen? Ins Inventar? Ins Inventar? Ja. Da fehlen uns noch zwei. Was? Du willst tödliche Ratten beschwören? Oh. Fehlen uns trotzdem noch zwei. Wolltest du jetzt vielleicht deinen Hund übernehmen? Oder nee, ja, aber eine nicht. Der Ratten. Weil dann hätten wir. Kannst du dich da durchteleportieren durch das Loch? Nie und nimmer kann ich mich da durchteleportieren. Nee. Abbrechen. Oh, oh! Er hat das Fenster gewechselt. Pass auf, da ist auch einer. Muss doch einen Weg da reingeben, ohne mit einer Rattensicht quetschen zu müssen. Lean! Lean! Das war mir gerade ein bisschen zu risky. Was haben wir denn jetzt eigentlich für zwei Knochenfragmente bekommen? Geistvoll 1 und Seuchenaffin. Wenn du durch Weiner verletzt wirst, erhältst du ein wenig Mana.
Okay. Lol. Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Ganz ohne Spaß, bei dem Voyeur ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Also Geistvoll 1 halte ich für gut. Verlieren wir halt Feuerfest. So, und ansonsten ist... Da war noch was. Da. Ja. Wie du... Ah. Ich wette mit dir, das Rad hätten wir hierfür gebraucht. Lean. Alter, das sieht so gefährlich aus. Lass aufstehen. Hey, ich sehe hier eh nichts mehr. Ich bin Samuel. Bon? Hier bin ich. Okay, ne, da ist nichts mehr. Ich glaube, wir haben ganz viel verpasst. Meinst? Mhm. Inwiefern? Runen und Knochenartefakte. Hat Campbell nichts? Ich glaube nicht. Vielleicht sollte ich nicht urteilen. Aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit? Gehen wir zurück. Okay, los geht's. Gegner eliminiert 0, Zivilisten eliminiert 0, Alarme ausgelöst 0, Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt 6, allgemeiner Chaosfaktor niedrig. Niemand getötet, angehakt, Geist nicht entdeckt worden, nicht angehakt. Sonderaktionen. Griff den Lumpensammler gerettet. Ah! Das war der Typ, der uns Sachen verkauft hat. Ja. Campbell als Ketzer gebrandmarkt. Hauptmann Corno gerettet. Runen gefunden 5 von 7, Knochenfragmente gefunden 4 von 5, ein Knochenfragment und 2 Runen verpasst. Outsider-Schreine gefunden 1 von 1, Gemälde... Wir haben das Gemälde vergessen! Scheiße. Das hätte uns auch noch gut Geld gebracht. 1811 aber von 3000... Aber wo die 2 Runen sind? Und das eine Knochenfragment, weil wir hatten in jeder Map das 1. Bevor wir reingegangen sind. Ja. Also in das Gebäude rein, in das große. Da sind wir durchgerusht. Wir haben die Runen vergessen. Haben wir die nicht davor gesammelt? Nee, ich glaube, die nach dem Laden haben wir die vergessen. Oder wir sind im Künstlerhaus. Und man hätte oben reingehen können. Nee, oben war auch so eine Barrikade. Nee, es gibt ja ein Nebengebäude. Wir hätten in das Nebengebäude müssen. Für die Runen. Aber wenn und sie Artefakte. Da gewesen wären, hätten sie uns ja angezeigt werden. Nee, nicht wenn das Nebengebäude eine eigene Instanz ist. Ich weiß nicht, von welchem Nebengebäude du redest. Also es gibt einmal das Hauptgebäude, wo man einfach so rein kann. Dann der Zwinger, wo er extra laden muss. Und dann gab's noch ein und dann gibt's da noch ein Gebäude, wo man wahrscheinlich hätte reingehen können. Keine Ahnung. Naja. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Der können wir uns dann gleich sagen.
Dank Ihnen, Corvo, danke. Mein Onkel ist ein guter Mensch. Eines Tages wird er es beweisen. Hier. Ich weiß, dass Sie aus Überzeugung gehandelt haben. Aber ich möchte Ihnen eine Belohnung geben. Ein Erbstück von einer meiner Tanten. Wow, 100 Münzen. Gleich verkauft. Wollen wir zuerst zu Pietro? Wenn das funktionieren soll, müssen wir den Lord Agent. Sie, kann ich Ihnen behilflich sein? Neue Verbesserung erhältlich. Eine bessere Rüstung auch. Und Mastenoptik 2. Also die Reichweite wäre ist eigentlich eh relativ. Was kann die Maskenoptik? Bietet eine verstärkte Vergrößerung. Drücke E, während du im Zoom bist. Okay. Senkt den erlittenen Schaden. Geht sich gerade nicht aus. Wobei. Also die zwei werden sich noch ausgehen. Der ist ganz rechts. Haben wir denn jetzt eigentlich noch alle Betäubungsbolzen? Ja. Fixt. Kein Werkzeug können wir uns nicht mehr leisten. Boah! Das ist ein dicker Zoom. Guck mal zu den Typen da hoch. Ich würde meinen, dass die Tochter einer Kaiserin mehr aushält, als sie glauben. Dann brauchen wir nur noch Reichweite. Für einen Zoom. Alles passt perfekt. Dreh dich mal. Er kontrolliert die Stadtwache. Mit dem Herz. Die geistliche Fraktion. Jemand finanziert das Militär. Und okay, nicht die nächsten Runen erscheinen wir erst, wenn wir wieder schlafen gewesen sind. Meine Brüder kontrollieren die Stimmenmehrheit meiner Familie. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja, und nicht zu vergessen Campers Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Dass ich gerade das zweite Mal anzündet. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Wie er immer schießt, wenn du gerade wegguckst. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Ja, eigentlich. Haben wir so nichts mehr zu tun, weil keine Runen da waren mehr. Erstens und zweitens haben wir eh schon alle Upgrades, fast alle, die wir wollten. Zumindest haben wir kein Geld mehr. Aber die Atmosphäre hat sich definitiv geändert. Was meinst du? Es ist viel heller. Da draußen, zumindest. Zwei Runen? Warum hast du eigentlich direkt wieder Nachtsicht aktiviert? Wegen dem da unten.
Da waren wir noch nicht. Ja, warte kurz, bevor wir hier... was ist hier? Schlafgemach für Emily? Maybe? Mit so Gruselpuppen? Wie sollen die Kleine da hochkommen? Ich glaube, die bringt man da hoch. Wahrscheinlich geht die dann immer durch unser Schlafgemach da raus. Wahrscheinlich. Okay, das ist es nicht. Ah, jetzt kommt die Mission mit dem Keller. Wir müssen finden, das finden wir wahrscheinlich im Keller unten. Das ist definitiv in dem Gebäude da drin. Ja. Könnte schon der Keller sein. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kumpel, versteht sich. Wo ist denn der Spasti? Der ist draußen. Reden wir erstmal mit dem. Wir müssen ja die Mission nicht sofort angehen. Wir können uns ja dann trotzdem noch umschauen. Ah ja, da, er steht vor dem Keller. Hallo Corvo, Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn Sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn Sie ihm helfen wollen. Müssen wir denn jetzt töten? Oh ne. Wo guckst du hin? Du musst da durch ein Ding gucken, durch einen Schlitz. Durch welchen Schlitz? Da, durch die Schlitze. So, wir haben beide Runen eingesammelt. Was? Zwei haben uns gefehlt für die Beherrschung, oder? Yes. Warum zeigt das beim Menschen, wenn man es erst nur bei Tieren machen kann? Keine Ahnung. Drücke rechts, um für kurze Zeit in einen Tierkörper einzudringen und diesen zu beherrschen. Du kannst die Beherrschung jederzeit beenden, indem du erneut Rechtsklick drückst. Wenn die beherrschte Kreatur stirbt, erleidest du dasselbe Schicksal. Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben.
In der zweiten Stufe kannst du auch die Kontrolle über Menschen übernehmen. Im Körper eines anderen Menschen kannst du nur einfache Handlungen durchführen, wie Türe öffnen oder Dinge tragen. Und da das extra hier gekennzeichnet wird, Kleintiere können die Beherrschung nicht überleben, gehe ich davon aus, dass Menschen die Beherrschung überleben. Und man sie dann nochmal umlocken kann. Wahrscheinlich. Okay, hier ist nichts. Ich glaube, das war's auch. Jo, lass uns dann mal links, da links die Türe nehmen. Da erwartet uns nämlich gleich eine Dienstmagd, die uns fragt, sie waren da echt unten, sie sind ja voll krass. Guck mal zur Tür. Danke. Sie sind unten gewesen? Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Aufseher Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen sie sprechen. Das sind voll der krasse Typ, Alter. Weil wir so einen kotzenden Kotzbrocken umgehauen haben. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Sag ich doch, das Zimmer da oben ist für Emily. Wow. Corvo, mein Freund, brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Jo. Ein Betäubungsbolzen zu wenig. Okay. Also, ich muss ja sagen, das klappt ja ziemlich gut mit uns zweien. Ja. Hätte ich... Und das mit dem Stealth haben wir auch immer besser drauf. Ja, ich glaube, also... Auf ein Wort. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind, ich kann sie nicht töten. Dafür, mit seiner Billigung müssen wir ja nicht mit Slackjoe. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen sie, bevor ich es mir anders überlege. Braucht ja ziemlich viel Alkohol, der Typ. Das ist jetzt die Mission, die wir vorhin so gut angetestet haben. Ja. Ich bin gespannt, ob es jetzt anders aussieht. Ah, du meinst, weil ich so einen riesigen Chaos hinterlassen habe, ob jetzt vielleicht ein bisschen alles ein bisschen easier ist? Ja. Kann ich mir, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nicht ganz vorstellen.
Was glubschen du da, Emma? Ich bringe sie zur Golden Cat, wenn sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht.